So, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Crusader Kings 3, euer Van Bergen ist am Mikrofon. Und wir haben Krieg. Erneut probieren wir uns gegen die Wikinger durchzusetzen. Das ist, ich glaube, mittlerweile der 10. oder 11. Versuch, ich weiß es nicht. Aber wir versammeln unsere Truppen hier. Und ich bin in der Hoffnung, dass wir es endlich schaffen, uns da durchzusetzen. Wir gucken mal ganz kurz Champions, ob wir noch was einladen können. Und wir können noch ein Kriegsvolkregiment erschaffen. Das Gold spare ich mir jetzt. Ich hoffe, dass es klappt. Wir werden aber in diesem Krieg auch noch ein paar Freunde einladen. Das kostet mich 350, aber ich hab's ja. So. Da haben wir noch jemanden, der uns ein bisschen Geld bringt. Nö. Sie bleibt drin im Knast. Nee. Sie hat sich nicht frei. So. Und wir können unseren Sohn noch rufen. Alles klar, probieren wir es doch. Ausgezeichnet. Dann gucken wir aber noch, ob wir vielleicht noch Champions finden, die wir einsetzen können. Oh Gott, der hat eine Bildung von 1. Schaut euch das mal an. Ist das machbar? Wie geht das denn bitte? Gott, da muss ja schon begriffsstutzig sein. Ja. Hof. Wir haben doch hier bestimmt noch ein paar Frauen, Unverheiratete. Nee. Juliana haben wir verheiratet. Sarah ist unsere Enkelin. Das wird schwierig. Das war's. Leider nein. Wir können die junge Dame hier noch an den Hof holen. Die ist... Die hat einen verstorbenen Ehepartner und krank. Bringt mir nichts. Sie ist mir zu alt mit 67. Almodis, denn, und die war ja wahnsinnig, die haben wir ja schon gesehen. Und die Flora ist 56, Gast, Okzitanisch. Na gut, was kostet sie denn? 10. Ja, für einen, das können wir machen. Für einen 10 Gold für einen Krieger ist nicht so schlecht. So, können wir sie jetzt nicht verheiraten? Wo ist sie denn? Moment, nochmal an den Hof schauen. Hier muss sie ja dabei sein. Welche war das jetzt von den netten? Die war das auch nicht. Moment, muss ich doch wieder reingehen hier in den Hofübersicht. Zack. Wo war sie? Das. Jetzt kann ich sie verheiraten, alles klar. Intelligent. Angel 60, 18, Edelrick 42. Perfekt. Ah, geht das auch? Ja. Wunderbar. Hätten wir noch einen für die Streitmacht. So, wie lange brauchen wir für die Belagerung? 5 Monate. Zieht sich wieder, ne? Gut. Diesmal sollten wir stärker sein. 11.000 Truppen führen wir an. Es geht um die Provinz hier. Ich hoffe, dass wir sie auch kriegen. Schweden ist auch wieder mit dabei. Oder zumindest hier diese kleine Provinz. Die hatten wir letztes Mal auch schon. So, Graf Frieg. Wer ist das? Gucken wir mal, wo das ist. Ist das hier oben im Norden? So, Ersparnis im Haushalt, wunderbar, Leute, wunderbar. Wo werden wir überfallen? Ach, da im Norden. Machen wir die auch noch weg, oder? Wenn wir schon dabei sind. Na, hauen sie ab. Feiges Pack. So, wenn wir das haben, haben wir 24% schon, dann gehen wir doch hier rüber. Versuchen wir gleich hier zu belagern. So, da kommen unsere italienischen Freunde. Ihr könnt ja auch ruhig was belagern. Ja, wunderbar. Haben wir es endlich geschafft. Und dann wird es aber noch interessant, weil dann haben wir noch einen ganz anderen Brocken vor uns. Und dann ist es vor allem auch noch wichtig, das Ganze hier entsprechend zu vererben, damit das
diese Herrschaftsbereich, gerade die Provinz Middlesex, ne? Die definitiv, die müssen wir so vererben, dass wir sie halten, weil London ist wirklich, man sagt es so schön immer, aber es ist wirklich Gold wert, ne? Gucken wir. Auch schon ausgebaut, wenn wir es übernehmen. Wir gucken mal, wie es mit der Kultur hier steht. Ja, müssen wir daran arbeiten. Und an der Religion auch. Klar, ist problematisch, aber all das ist es wert. All das ist es definitiv wert. Wir holen es tatsächlich, Leute. Wir holen es tatsächlich. Das ist von wem besetzt? Von Alba? Ja. Ja, müssen wir dann auch noch schauen, wie wir das regeln mit Alba. So, Verwaltungsvorzüge. Bald monatlich bauen wir das mal ein bisschen ab, die Tyrannei. So, er hat keine Männer mehr, ne? Zumindest nichts, was uns gefährlich werden könnte. Oh, drückt die Daumen, dass wir es endlich mal geschafft haben, uns hier ein bisschen zu befreien. Wir können die Armee sogar auflösen. Aufteilen, entschuldigt, nicht auflösen. Ich gehe gleich eins weiter. Dass wir denn mal einen Sprung nach vorne machen, weil das war jetzt hier sehr schwierig, fand ich. Oh, graue Tage. Was werde ich jetzt? Als im Innenhof ein verirrter Pfeil an meinem Kopf vorbei saust, fühle ich nichts. Keine Angst, keine Wut, keine Panik. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich komme mir vor, als lebte ich hinter einem Vorhang, der mich von Gefühlen und der Welt abschirmt und ich bin so müde. Aber dann gehen wir wieder zu Bett. Besser ist das. So, ja, melancholisch. Okay. Das heißt, Diplomatie, Verwaltung, Ränkespiel, Fruchtbarkeit. Gut. Ah, wunderbar. Middlesex wird erobert. London von unserem Sohn aus Italien. Wie das Erbe gestaltet wird, ich bin gespannt. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. So. Wir haben 69%. Gleich sind zwei weitere Provinzen inne. Da sind wir bei ca. 80, schätze ich. So, wer beruft mich denn in den Krieg? Tritt Krieg bei als Verteidiger. Genua? Nein. Bei Ablehnung? Geben wir aus. Ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, aber unter uns, das darf ja keiner erfahren. Ich bin gewählt, den Sohn aufzugeben, das italienische Erbe aufzugeben, weil es mir einfach momentan nicht obliegt, darüber noch zu herrschen. Es ist so weit ab vom Schuss, ich habe schon Probleme mit meinen Provinzen hier. Aber wir werden sehen, was bei rauskommt. So, er hat London eingenommen, das ist schön. 100%, liebe Leute. Da haben wir es doch. Wer kommt denn da angeschossen? Auch wieder neutral. Und das nehmen wir auch noch. Kent nehmen wir auch noch. Des freien Mannes Glück. Oh! Wandernd, katholisch, angelsächsisch. Können wir doch mit ihm sicherlich was organisieren. Das ist doch ein schöner neuer Vasall für uns. Bekommen wir doch bestimmt hin, Leute. Wir haben es geschafft. So sei es. So sei es. Juhu. Endlich haben wir es. Ich will es auch direkt umbenennen. Wir verlegen unseren Reichssitz sogar hier hin, oder? Aber erst, wenn wir das organisiert haben. Wir haben es geschafft. London ist in unserer Hand. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen in der Regentschaft von ihr. Das hier abzusichern, weil abzugeben, das wäre wirklich tödlich. Wir schauen aber ganz kurz rein, wie das Reich aufgeteilt ist. Ich würde es sogar wagen. Erltum von Middlesex. Du bekommst das ganze Königreich, Witze. Herodford, Buckingham, okay, Dorset. Okay. Es sind jetzt zwei zu viel. Das heißt, wir müssen unseren Ehegatten, unseren Treuen, doch nochmal auf Domänenverwaltung setzen. 6 von 6, perfekt. So, alle auflösen.
Okay, wenn dem so ist. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, ob das für uns jetzt vom Vorteil ist oder Nachteil, das kannst du noch nicht sagen. Jetzt schon den Hauptsitz nach London zu verlegen. Es wird zwangsläufig sinnvoll sein, das ist schon klar, aber wann? Nee, lokale Art der Wahlnachfolger ersetzen, nein. Festmahl, eine Jagd veranstalten, kostet nur Geld. Wie machen wir das? Also, das Ganze muss hier von der Kultur her. Das Schöne ist, wir können alle Gebäude benutzen, schaut mal. Das ist klasse. Aber so eine Kulturkonvertierung ist halt auch nicht einfach, ne? Wo ist die denn überhaupt? Kulturfördern, da ist sie. Jetzt die Frage. Okay. Wie schnell geht das? Ungefähr 2 bis 3, 2 pro Monat oder 1,5 würde ich behaupten. Okay. Das Problem ist halt, ja, 13 hatte es 6 bald. Müsste halt besser sein, aber gut. Lassen wir es so stehen. Ich würde es gerne wagen. Ich würde es gerne wagen. Rat. Weil die Provinz ist einfach zu wertvoll, als sie im blöden Erbfall abzugeben. Sehr schön. Gucken wir mal seine Stärke jetzt an. Das heißt, den nächsten Krieg machen wir auch wieder. Das können wir hier beenden. Ah, hier. So. Wen hätte er gerne? Moment, auslösen. Wir haben noch ein paar Gefangene. Oberhäuptling Maya im Knast. Freya. 10 Gold. Na ja, gut. Linda Knutsdorf von Sigutre. Die bringt überhaupt nichts. Nö. Aslaug. Was, wenn wir Kinder hinrichten? Nö. Oberhäuptling Kassau. 8, aber 100, wenn die Geld haben. Sie bringt 50, aber ich lasse sie nicht frei. Erstmal mag ich sie nicht und zweitens, wir können die doch in den Kerker werfen. In den Kerker verlegen. So. Und der Typ von York? Auch nix. Dann auch in den Kerker mit ihm. Gut. Lassen wir mal so stehen. Alles klar. Auslösen, wer ist das? Almodis ermorden wird aufgedeckt. Ja. Und von mir aus, das ist ja die ist ja nur zu Gast. Die aufmerksame Königin Sarah von Cornwall. Oberhäuptling Maya liegt mir am Herzen. Würdet ihr sie im Gegenzug für dieses Angebot gehen lassen? Ja, was für ein Angebot? Nix. Ablehnen. Ja, nix ist nix. Oh, was ist denn hier los? 12.000? Schweden. Schweden mal wieder. Wie kriegen wir den denn klein? Was hat er denn für ein Nachfolgerecht? Warum erbt er und nicht er? Komisch. 3.200 Prestige. Bündnisse bis zum Umfall mit der ganzen Welt. Gut, halten wir. Er wird sich mit Alba, denke ich mal, noch. Das sind aber auch schon sehr überschaubar hier, ne? Frankreich, Lothringen, Bayern, Schweden, Finnland ist stark. Alba ist das Stärkste hier auf der Insel. Wäre schön, wenn die sich mal im Krieg befinden würden. Oder macht er uns die Hölle heiß? 11. Och Leute. Och Leute. Ich freue mich hier über zwei, drei Provinzen, dass es ein bisschen vorwärts geht. Und die hauen es hier komplett raus. Ich kann nicht schon wieder 750 ablehnen. Massiver von der. Ah ne, mach halt. Ich hebe aber keine Armeen aus jetzt.
So. Und dann, wenn wir das haben, dann sind wir reich. Im Krieg nicht verlegen. 15, immer noch die. Nein. 15, ja, sie sammeln Geld für ihn. So, was haben wir denn hier über? Mein Sohn und Erbe wurde als wahrer Vater des ungeborenen Kindes bekannt. Okay, na gut. Gucken, was dabei rauskommt. Ja, wie werden wir ihn los? Das ist noch die große Frage. Wie läuft die Ausbildung eigentlich von Redwald? Gut. Ihn haben wir ja auf Kriegsführung ausgebildet. Ist gar nicht mal so schlecht. Können wir ruhig mal machen. Rauflustig, zynisch und ruhig. Okay, das ist nicht schlecht. Das Westfrankenbündnis lassen wir bestehen. Das sichert uns ein bisschen den allerwertesten. So, wann können wir denn Gardariki wieder? Dann nehmen wir auch die Provinz hier unten. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir hier nochmal rankommen, ne? '85, meine Lieben, in 4 Jahren. Ich hoffe, sie hält noch ein bisschen durch. Ich habe noch ein bisschen was vor mit ihr. Ich hoffe, sie hält noch ein wenig durch. Und ihn brauche ich eigentlich nicht, aber gut, wenn es so ist, ist es so. Ich kann es nicht ändern. Das war die Ehe halt mit den Italienern, ne? Das war jetzt nicht so prickelnd. So. Oh, das zieht sich hier wie Kaugummi. Weiß jetzt nicht, ob ich es auch hier abgeben soll, die eine oder andere Provinz. Berghamstedt, Nordisch. Ah, Glaube ist hier auch. Da müssen wir Angelsächsisch, Asatru, versuchen wir mal. Ne, Berghamstedt versuchen wir mal auszubilden. Nicht ausbilden, Kultur. Ach Gott, mit dem dauert es ja 3 Jahre. Reicht nicht, 3 Jahre, was rede ich? So, versuchen wir uns nochmal an der Viehherde. Schade, hat nicht geklappt. 0,1, das pro Monat, ne? Könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauern wird. So, okay, sehr schön. Annulliert. Okay. König von Italien, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn und Erbe? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, überfordert. Da ist er. Von jetzt ist er nur noch der Lombardenherrscher. Alles klar. Alles klar. Mal gucken, wie lange das noch so bleibt. Also wie ihr seht, selbst gesteuert ist er da unten. Wertlos. Was ist passiert? Mein Sohn Redwald wurde verwundet und sein Fleisch ist faulig und angespannt. Whoa. Was ist passiert? Der nächste, den sie komplett entstellt haben. Haben wir keinen Arzt. Herzog Theophilas von Pisa hat unanfechtbare Beweise vorgelegt, dass das mein Enkel Giacomo gezeugt wurde von meinem Sohn und Erbe Prinz Ben. Okay, ja, wissen wir ja schon. Wie konnte mein eigener Sohn uns das antun? Ben, wisst ihr, was das für unsere Familie bedeutet? So, Prinz Ben von Italien erhielt die Eigenschaft Ehebrecher. Verliert eine Hingabestufe. 15 Jahre lang 60 Meinungen von Prinz Ben. 30 Meinungen. Isabella erhielt die Eigenschaft Unzüchtiger. So, mein Sohn, kann ich ihn jetzt enterben? Nee. Alle Mitglieder unserer Dynastie erhalten einen Einkerkerungsgrund gegen ihn. 500 kostet das, mein lieber Schieber. So, einen Arzt brauchen wir. 58. 31. Nehmen wir die günstige Variante wieder mal. So, wir können ein bisschen ausbauen. Wir nutzen dies, die Möglichkeit, meine Lieben. Diesmal bauen wir in... Achso, hier ist schon... Wie sieht es in Exeter aus? Gut.
Gut, haben wir. In Warhem geht noch was. Und zwar war doch hier noch der Hafen. Ja. Den bauen wir. So. London ist komplett ausgebaut. Da kann man hier eigentlich schon den Tower von London errichten. 542 kostet es. Ne, 1000 kostet es. Aha. Ratsmarschall verdient sich wieder mal Respekt. Bin wirklich, man kann, was man machen, die Geld machen kann, man kann hier sogar noch ein neues Besitztum bauen. Eine Stadt. Wir können hier in London noch eine Stadt bauen. Wo war das jetzt? Ah, hier. Ja. Aber nicht hier, sondern hier am Hafen. Dann können wir noch einen Hafen bauen. So, wird gemacht. 5 Jahre dauert es. Also dann ist es auch amtlich jetzt. Ne? Wir ziehen dann um. Wir ziehen dann um. Ratsmitglieder Meinung plus 20. Perfekt. Ein paar Jahre muss ich noch schaffen, ne? Das wäre super, wenn wir zumindest noch die Kultur hier gefördert haben. Erneutes Festmahl bei meiner netten Schwester. Wir machen das, Leute. Wir drücken das durch. So. Ist besser. Okay, schönes Gespräch wieder mal. Da ist ein Räuber, das können wir auch gleich machen. Wer ist er denn? Aha. Sehr schön. Weiß ich nie, was davon halten soll. Lass ich mal so stehen jetzt. Okay. Haben wir das auch. So, leidenschaftliche Festgänger, ja. Wie viel haben wir denn da schon gefressen bei ihr? Eifrig. Eifrige Frohnatur. Ja, muss ich auch eins machen, ne? Machen wir dann auch eins, okay. Das finde ich jetzt super, Leute. Das ist für mich sozusagen das Finale des ersten Abschnittes dieser Staffel. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge wir haben, aber es ist ganz gut. Zu diesem Punkt freut mich. Auch schön, dass wir das noch hingekriegt haben als solches. Uns ein bisschen zu verstärken, mal zu vergrößern seit langem. Also sie hat ja fast gar nichts erobert. Und ich glaube, mit dem Simon hatten wir auch nicht wirklich viel Eroberungen. Den Großteil, was wir geholt haben, war wirklich mit Sophia. Wo ist sie denn? Da. Mit Sophia. Mit der haben wir wirklich eine ganze Menge gemacht, was Eroberungen angeht. Und mit ihr haben wir eigentlich die Dynastie am Leben gehalten. Oder wieder aufleben lassen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt mittlerweile haben. Oh. Was ist passiert? Bei allem, was heilig ist, dieses Fest ist langweilig. Wolfgut gehört eindeutig zu den schlimmsten Gastgebern der Welt. Ich verziehe mich still und heimlich. Oh. Was bekomme ich noch? Alle Gäste. Wer ist denn Wolfgut Birming? Pff, auf geht's. Ja, wir müssen auch noch ein Fest abhalten, hat sie ja gesagt. Machen wir denn auch? Ah, machen wir schon. Es fehlen... Ah, das ist so teuer, deswegen. Verstehe. 10 Dukaten nehmen wir ein. Meine Liebe. Meine Lieben. So, er hat einen Krieg gewonnen. Okay, das ist dann auch absehbar, dass wir das nächste, den nächsten Krieg hier führen können. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, es war... und zwar die... Kent, der Süden hier, ne? Den holen wir uns auch. Aber dann ist es, wie gesagt, dann müssen wir auch wirklich schauen, dass wir das Ganze jetzt in die richtigen Wege leiten für den Ausbildungsschwerpunkt bei ihm. Was ist das hier? Spindeldürr. Dann Diplomatie. So. Ist der vernarbte Boy? Wie werden wir jetzt halt nur seinen Bruder los? Ja.
Vielleicht überlebt ja die Mutter ihn. Das wäre ja natürlich ein Highlight. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt sitzt. Hier irgendwo in der... Hier. Mantua. Turin. Lombardei muss doch irgendwo hier... Niemand hier. Lombardei. Das ist jetzt sein, was er hat. Ein Titel. Das. Die Provinz. Und auch da werden sie ihn doch wahrscheinlich noch rausprügeln, oder? Hoffen wir es. Ich will das nicht, was wir jetzt hier erobert haben, wieder aufgeben. Schön, in Dorset haben wir den Hafen gebaut. Gut, das wird noch 3 Jahre dauern, die Geschichte. Kultur läuft, aber das kriegen wir wohl hin. Ich bin frohen Mutes. Es wird spannend, die nächsten Folgen. Wir sehen uns, liebe Leute. Und gucken uns das an. Und wie wir uns dann auch, sag ich mal, von Alba befreien. Ne? Das wird das nächste sein, weil das ist ja eigentlich... Der große Wurf. Ne? Also pünktlich zur Jahrtausendwende stehen wir wieder sehr erfolgreich da. 6 von 6 Domänen hat er. Viele Provinzen, viele. Er führt gegen die Hybridenkrieg. Anspruch auf Oberhäuptlingstum von Meff. Ja. Oh, wer hat in Irland gegründet? Der da. Und der führt auch Krieg gegen alle. Also wenn das hier so ein bisschen zersplittert ist, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber hier, Jylland. Ah, wieder viele Bündnisse. Das lassen wir. So viel Gefahr mache ich momentan oder gehe ich momentan nicht ein. Für mich ist Gardariki interessant. Der Rest kann von mir aus da zu Kreuze kriechen. Erstmal. Da kommen noch, so ist ja nicht, da kommen noch ein paar Ansprüche, die wir durchdrücken müssen. Ich weiß nicht, ob wir es machen sollen. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben ein bisschen Krieger übrig. Wir können sie mitschicken. Letztes Mal haben wir da auch ein paar Soldaten reingesetzt. Wieder Galizien. Okay, das ist nicht so weit. Das werden wir machen. Wen nehmen wir da? Tochter oder Cousine. Natürlich die Tochter dann, ne? So... Okay, lassen wir noch kurz laufen. Ich kann noch nicht aufhören. Ich bin süchtig. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Benachbarter Herrscher. Der hat gewonnen gegen den. Und wer hat hier gewonnen? Jylland gegen das Sultanat. Okay. Jetzt bleibt halt nur noch Gardariki. Und auf die bin ich jetzt spitz wie... Hast du nicht gesehen? Ach so, das Geld. Wir haben ein bisschen Geld übrig. Machen wir doch noch ein Kriegsvolk. Sollen wir die Onaga kaufen? Oder gepanzertes Fußvolk? Leichtes haben wir ja. Wir kaufen einmal gepanzertes. Und ein Onaga für Belagerungen. Ja, okay. Bin überzeugt. Gut, meine Lieben. Lasst uns das... zu Ende bringen, für heute zumindest. So, zäher Soldat, aggressiver Verteidiger, das finde ich gut. Können wir gebrauchen. Bleibt uns dann zum Schluss nur noch einer. Der Liebe, und der wird auch nochmal zum Schluss unterrichtet von seiner Tante, würde ich sagen. Ist gar nicht mehr vorhanden. Probieren wir es mal über den anderen Weg. Leowine Vormund anbieten. Wo haben wir es denn? Mündel anbieten. Da. Von ihr selber bitte. Wunderbar. Kriegt ihr auch die letzten Jahre noch ein bisschen was mit. So. Jetzt sind wir das Bündnis auch mit in Westfranken direkt eingegangen mit dem Kaiser. Ist er mittlerweile Kaiser? Schaut mal. Hat er hier für eine dicke Krone? Kaiser Thomas, ja. Die Franzien. Franzien, alles klar. Schön. Das ist ein starkes Bündnis. Mit dem könnten wir es dann auch aufnehmen. Mit denen könnten wir es dann auch aufnehmen in
Alba. Aber erst primär die Geschichte mit Gadariki. Die müssen wir uns vom Leibe holen. Ich bin immer noch, also ich kann es immer noch nicht fassen. Hier mit London, da bin ich richtig, richtig stolz. Und ich glaube, wenn wir die Kultur hier durch haben, geht es noch mal ein Stückchen nach vorne. Kontrolle und Kultur. Ich glaube, dann haben wir richtig Spaß mit der Sache. Vor allem 12 Entwicklungen hier. Was haben wir denn hier Entwicklung? Ja, 12 in London selber. Die Provinz, das ist super. Und wieder hat Alba einen Krieg gewonnen. Mhm. Ich weiß nicht, wo der noch hinwachsen will. Aber gut. 10.000. Wir sind auch nicht so schwach. Aber wir dürfen uns jetzt nicht da von Karren spannen lassen. Haupterbe ist er. So. Meine sterbliche Hülle. Wir sind krank. Ein wenig besser. Gelindert. Aber das wird nicht lange halten. 55 ist sie alt. Sarah, die Trojanerin. Ich weiß noch nicht, wie das abgeht. Wir werden es sehen. Wir gucken mal ganz kurz. Wir schauen nochmal bitte in die Erbfolge. An Redwald geht uns der ganze Süden verloren. Devon, Cornwall. Was kriegt er? Er kriegt ganz Vize. Leowein, Sarason. Und das Blöde ist wirklich, dass... Oh, wie können wir hier? Ne, wir können nichts erhöhen. Das richtig Blöde ist, er hat schon Görn bis zum Umfallen. Also, was, wie viele Kinder kann man bitte haben? Er ist erst 35. 7 Kinder. Das ist der erste Erbe aus seinem Haus. Edwin Benson. Mann, wie werde ich ihn los? Titel beanspruchen. Erltum von Lombardia. Schau mal, ich kann seinen Titel beanspruchen. Sollen wir es jetzt richtig eskalieren lassen mit ihm? Ich weiß ja nicht, wer Nachfolge. Doch, Nachfolge sind die anderen beiden Söhne. Ich kann ihn nicht enterben, wenn ich seinen Titel beanspruche. Zack. Das will ich mir jetzt angucken. So. Der will ja Erltum von Lombardia. Ja. Wie, jetzt ist er aber immer noch da. Hat immer noch den Titel. Das hat aber jetzt nicht geklappt, oder wie? Wie kann ich das denn... Oder wann wird es passieren, ist die Frage jetzt, ne? Hm. Ihr habt einen fallen gelassenen Anspruch auf Erltum von Lombardia erhalten. So, was machen wir jetzt? Eins, zwei, nee, das war's. Mehr kann ich hier nicht machen. Kann ich nicht mal Krieg erklären. Weiß ich nicht. Okay, super, habe ich jetzt hier Pracht ausgegeben und was nicht alles, aber nichts bekommen dafür. Hm. Nicht verstanden. Schön, ja, hier habe ich den Anspruch. Fallen gelassener Anspruch. Aber wie kann ich damit interagieren? Wir müssen uns doch... Oha. Warum hat er jetzt einen Hut auf? Kann ich ihn als... Nee, kann ich nicht. Endlich ist er gekommen, den heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Deuswult. Alles klar, es geht wieder los. Wir führen wieder Krieg. So, wir essen alles dabei. Okay. Ich hätte ja ihn ganz gerne, meinen Sohn,
aber ich komme, glaube ich, nicht drum herum. Bin ich immer noch krank? Immer noch krank. Gut, liebe Leute, lassen wir es so. Wir schauen uns das Finale, nächste Folge. Oh, London ist mittlerweile Kultur geändert. Ja. Dann können wir das auch noch hier oben machen. Wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Aus London beste Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Van Bergen.